Ja, hallo ihr Lieben. Heute mal mit einem etwas anderen Videotitel, Videothema. Das ist so lustig, das Gesetz der Synchronizitäten hat neulich stark in meinem Leben gewirkt, nämlich als ich begann, über das Tätowieren von Runen nachzudenken. Und die meisten von euch wissen es mittlerweile, dass ich mir Runen habe tätowieren lassen. Bei mir trudelten diverse Mails ein mit der Frage und auch so über WhatsApp und so weiter. Sag mal, Sina, was sagst denn du dazu? Kann man sich Runen denn tätowieren lassen oder ist das gefährlich? Ja, ich habe mir diese Frage vorher auch gestellt, was das denn für eine Energie ist, wenn man die Runen langfristig auf seinem Körper trägt. Grundsätzlich ist das natürlich so, wie mit allen anderen Dingen auch, das muss jeder für sich selbst entscheiden, was man mit seinem Körper macht. Gleichzeitig, das mag ich schon mal hier vorwegschieben, ist der Körper ja das Vehikel, mit dem wir auf dieser Reise in diesem Leben unterwegs sind und in den wir uns inkarniert haben. Inkarnation heißt in Karne, Fleisch, in Fleisch gehen. Das heißt, du bist in diesen Körper gegangen, in diesem Leben hast du diesen Körper ausgesucht. Und wenn du, also am Ende deines Lebens, streifst du diesen Körper wieder ab wie ein Pullover, wie ein Kleid, wie ein Mantel und schlüpfst wieder raus und im nächsten Leben nimmst du dir den nächsten Körper. So. Das heißt, wenn du, was auch immer du auf deinem Körper trägst, du hast es für dieses Leben und dann vergeht der Körper, dann lässt du den Körper wieder los. Wenn du die Runen, da kam auch immer noch vorweg die Frage, wenn wir Runen aufmalen, erreichte mich auch die Frage, mit welchem Stift ich das mache. Ich mache das mit einem Kugelschreiber oder neulich auch mal mit einem Filzer, weil der gerade zur Hand war. Die Entscheidung, mir die Runen zu tätowieren, hatte ich nicht das Gefühl, dass diese Entscheidung direkt aus mir kam, sondern dass das etwas war, was schon, ja, was auch wieder aus meinem höheren Selbst kam, beziehungsweise auf meinem Seelenenergiespeicher war. Denn dieser Ring hier, den ich hier habe, der erschien letztes Jahr im August, also, oder letzten Sommer, einfach so auf meinem Arm. Was meine ich damit? Immer wenn ich meinen Arm angesehen habe, habe ich diese Streifen gesehen. Und dann habe ich irgendwann angefangen, mir die mal mit Edding aufzumalen und stellte fest, dass das so eine unfassbare Kraft auf mich hatte, dass ich in eine Energie kam mit diesen Ringen. Das kann ich gar nicht beschreiben. Das hat mir so eine Stärke verliehen. Und irgendwann bekam ich dann Bilder dazu, dass auf meinem Arm in einem früheren Leben dieses Symbol, sage ich mal, schon mal drauf war. Und auch wofür es stand. Ja? Und ich habe das dann erstmal eine Weile, weil, ne, ich hatte dann so Glaubenssätze, oh mein Gott, ich kann mir doch nichts auf den Arm tätowieren lassen und so. Und dann habe ich mir das regelmäßig erstmal aufgemalt und habe erstmal geprüft, wie das für mich ist. Ja, und wie gesagt, das hat mir immer so eine Stärke und Kraft verliehen und hat mich immer so zurück in meine Mitte geführt, dass ich irgendwann gesagt habe, boah, das darf da gerne dauerhaft sein, weil es offenbar zu mir gehört und schon früher zu mir gehörte. Wie kann das sein an dieser Stelle, dass man, ihr Lieben, bin hier gerade umflattert. Ich überlege, meine Jacke wieder anzuziehen. Wie kann das sein, dass so etwas aus früheren Leben mit in dieses Leben kommt? Das liegt daran, dass deine Seele einen Energiespeicher hat. Guckt euch das Video Karma, da habe ich das gesagt, an. Und auf diesem Energiespeicher sind Erinnerungen. Ja? Du kannst zum Beispiel auch immer Sternentorchakra,
Das ist hier so 30 cm über deinem Kopf. Da kannst du reingehen, kannst Informationen dort rausziehen, zu dir runterholen. Und diese Information nimmst du dann aus früheren Leben mit. Zum Beispiel auch, wenn du irgendwo mal eine Narbe hattest oder wenn du irgendwo mal in einem früheren Leben durch einen Dolchstoß oder irgendwie was verletzt wurdest, dann hast du manchmal auch in diesem Leben an dieser Stelle diese Energieerinnerung und dann geht da etwas in Resonanz. Bei mir war das zum Beispiel auch eine Narbe hier, die hier auf dem Arm war, wo ich dann auch ein Bild reinbekam von einem Schwerthieb, ja, der mich hier mal getroffen hat. Und interessanterweise hatte das, ohne dass ich das alles so erzählt habe, auch meine Tätowiererin wahrgenommen. Das war auch eine spannende Erfahrung. So, nun sind dann irgendwann die Runen in mein Leben gekommen, ja auch erst im letzten Jahr. Und es gab drei Runen, die mich zu meiner inneren Essenz geführt haben, die mich zu meiner Berufung geführt haben, die mir so viel klar gemacht haben, die so mit mir gesprochen haben. Und die hatten so eine Kraft auf mich, dass ich die ebenfalls angefangen habe, in mein Leben zu integrieren. Das heißt, auch aufgeschrieben habe, auch aufs Journalbook geschrieben habe. Und diese drei Runen, die waren meine, oder wurden so zu meinen täglichen Begleitern. Und ich fühlte mich mit diesen, oder fühle mich mit diesen Runen so verbunden und angebunden und in so einer Essenz der Wahrheit meiner selbst und meines Plans hier für dieses Leben, dass ich gesagt habe, okay, also ihr drei, ohne euch möchte ich nicht sein. Genau, und dann habe ich diese drei Runen hier mit integriert. Das ist die Aiwas, die Algis, könnt ihr das so sehen? Die Aiwas, die Algis und die Otala. Und in der Otala ist für mich ja auch noch die Gebo enthalten und die Kenas oben drüber. Und hier hätte ich jetzt auch noch mal in der Algis die Isa und die Kenas. Und in der Aiwas auch noch die Lagus. Ja, also da ist ein bisschen, also für mich so eine Tiefe entstanden und so eine, ja, Weisheit und vor allen Dingen ein inneres Wissen, ein inneres Erfahren. Es gibt ja so das Verstandswissen und es gibt einfach das, was du als deine Wahrheit fühlst, was du spürst, wo du sagst, da brauche ich gar nichts hinterfragen. Ich fühle einfach, dass es meine Wahrheit ist. Und dann habe ich entschieden, mir die Runen tätowieren zu lassen, weil sie einfach so mit mir verschmolzen sind. Aber bevor sie auf meiner Haut waren, sind sie mit mir verschmolzen. Und tatsächlich, als sie aufgezeichnet waren beim Tätowierer oder bei der Tätowiererin, da hatten sie eine Kraft. Und durch das Tätowieren haben sie ihre Kraft nochmal entfaltet. Und dann waren sie erstmal still. Dann war Stille. Es entstand eine Stille, so, wo ich das Gefühl hatte, sind sie jetzt, also war es das, ist die Kraft einfach integriert. Und da stelle ich jetzt fest, ja, die Kraft ist integriert. Und sie sind einfach immer mit mir wie Freunde, wie... Ich kann sie jederzeit um Rat fragen. Ich kann sie jederzeit neu nochmal oder verstärken, aktivieren. Und sie erinnern mich einfach jeden Tag an meine Berufung. Und das beim Aufstehen schon, dass ich morgens aufstehe und sage, oh yes, danke. Danke, dass ihr mich begleitet. Danke, dass ihr mich erinnert. Und ja, das ist wie... Ich kriege gerade so einen Satz rein. Sie sind mein Lebenslied. Diese drei zusammen mit denen, die versteckt in ihnen quasi noch sind, sind mein Lebenslied, mein Song. Für das, was ich hier auf dem Planeten sein darf. Und wenn du mich jetzt fragst, Dina, ist es sinnvoll oder ist es gefährlich, sich Runen zu tätowieren?
Mit welcher Intention machst du das? Mit welcher Intention willst du das? Was ist dein Beweggrund dazu? Ja, was ist deine, was steckt für dich dahinter? Was willst du damit ausdrücken? Frag dich das vorher. Und mein Fazit davon ist ganz klar, nein, es ist nicht gefährlich, sich Runen zu tätowieren. Es ist immer, du kannst alles in diesem Leben in die eine oder in die andere Richtung. Es gibt nicht nur einen Weg. Es gibt immer einen, der niedrig schwingt ist. Es gibt immer einen, der hoch schwingt ist. Und du entscheidest, ob eine Rune eine Energie entfaltet, die niedrig schwingt ist, oder und wie du sie nutzt. Du kannst jedes Werkzeug oder du kannst jedes Ding zu etwas machen, mit dem du etwas Niedrigschwingendes anstellst oder etwas Hochschwingendes anstellst. Es liegt allein in deiner Hand. Du bist die Schöpferin, der Schöpfer, du bist die Magierin, du bist der Magier. Und es ist deine Entscheidung, welche Richtung du einschlägst. Ja, erinnert euch immer an das wundervolle Beispiel des Messers. Ja, du kannst mit einem Messer dir ein Brot schmieren oder du kannst es jemanden, ja, du kannst damit jemanden verletzen, ne? Und es ist einzig und allein durch deine Hand geführt, was du damit machst. Und durch deine Gedanken und deine Worte und deine Absicht. Und ja, ihr Lieben, ich hoffe, das hilft weiter. Ich liebe meine Runen und ich sage danke für all euer Sein und danke auch für diese, also danke für euer Vertrauen, dass ihr mir diese Fragen stellt. Und wann immer ihr eine Frage habt, schickt mir hier einen Kommentar drunter, unter das Video. Das kann ich dann mal in Q&A oder so auch mit aufnehmen oder ein Video zu machen. Und genau. Ich sage, seid geliebt, geherzt, gesegnet und umarmt. Küsse gehen raus und bis bald. Danke.